Guten Tag in der Peterskirche. Weißt du, wie viele Sternlein stehen? Ich bin sicher, jeder von uns hat dieses Wiegenlied in seiner Kindheit gehört und wir könnten es jetzt auch alle gemeinsam singen. Aber so viel Zeit haben wir nicht, deswegen wollen wir gleich zu den Punkten kommen, die in diesem Fall für diesen Vortrag die wichtigsten sind. Weißt du, wie viele Sternlein stehen? Diese Frage wenigstens annähernd zu beantworten. Und da kommen die Zeilen, Gott der Herr hat sie gezählet, dass ihm auch nicht eines fehlet an der ganzen großen Zahl. Also man zählt sie. Es ist naheliegend, wenn wir wissen wollen, wie viele Sterne wir am Himmel vorfinden, dann ist es naheliegend, man zählt sie zunächst einmal. Man muss aber aufpassen, wenn man zählt, dass man korrekt zählt. Man möchte ja keinen Stern verpassen oder auch Sterne doppelt zählen. Es kommt auch vor. Und das nächste ist, ja, es ist wahrscheinlich, wenn man nichts weiß, eine große Zahl von Sternen, die wir am Himmel vorfinden. Und als dieses Wiegenlied 1837 von Wilhelm Hey geschrieben wurde, nebenbei bemerkt, kannte man etwa 20.000 bis 30.000 Sterne. Ja, zählen. Wie zählen wir? Wenn wir jetzt so eine Menge hier sehen von Zuschauern auf einer Tribüne, dann bin ich mir sicher, dass wenn sie diese zählen, dass sie keinen Fehler machen oder nur einen ganz geringen Fehler. Wie ist es aber hier, wenn Sie diese Menge zählen wollen? Würden Sie die auf einmal zählen? Würden Sie das Zählen unterbrechen? Wo fangen Sie wieder an? Also wenn wir genau zählen wollen, dann müssen wir nicht nur 1, 2, 3 und weiter zählen, sondern wir müssen auch die Objekte, die wir gezählt haben, markieren. Beispielsweise, wir zählen von der linken unteren Ecke 3 cm rechts, 4 cm nach oben im roten Anorak oder im blauen Anorak oder im gelben Anorak. Daraus lernen wir, zählen allein reicht nicht, sondern wir müssen, wenn wir zählen, dabei auch die Koordinaten der Sterne notieren. Und es ist hilfreich, dass man nicht nur die Koordinaten notiert, sondern auch wie hell die Sterne sind und welche Farbe sie besitzen. Und das haben die Astronomen über die Jahrhunderte und auch Jahrtausende hinweg getan. Und wenn sie nur gezählt hätten, dann könnten wir nicht hier in diesem Sommersemester 70 verschiedene Vorträge halten. Also, es geht darum, einen Sternkatalog zu erstellen. Im ersten Teil würde ich jetzt ein bisschen einen historischen Überblick geben. Wie kommt man überhaupt zu dem, wo wir jetzt stehen? Der älteste Sternkatalog, der uns direkt überliefert ist, stammt von Claudius Ptolemäus. Und im Almagest gibt es dort einen Katalog, in dem Ptolemäus etwa oder 1028 Sterne verzeichnet hat. Wenn wir es uns merken wollen, in der Antike hat man 1000 Sterne gezählt. Wenn wir uns überlegen, damals haben die Leute alles mit bloßem Auge beobachtet, wie viele Sterne können wir überhaupt mit bloßem Auge sehen? Und wir wissen heute an der ganzen Himmelssphäre, Nord- und Südhimmel zusammen, etwa 6000. Das heißt, in einer Nacht vielleicht 2.500 bis 3000, natürlich nicht hier in Heidelberg, sondern unter wirklich idealen Bedingungen. Und da hat Ptolemäus nun 1000 erfasst. Ja, bei diesem Stand blieb es nun, bis etwa zum Jahre 1600. Warum? Ja, damals hat dann Galileo Galilei zum ersten Mal ein Fernrohr an den Himmel gerichtet und hat festgestellt, nicht nur der Jupiter hat die vier großen Monde, sondern er hat auch gemerkt, mit diesem Fernrohr sehen wir sehr viel mehr Sterne, als wir mit bloßem Auge sehen können. Und man kann sich das einfach merken, je größer die Öffnung eines Fernrohrs ist, umso schwächere Sterne können wir sehen. Und das bedeutet andererseits, wir können auch sehr viel weiter in das Weltall hineinsehen. Je weiter die Sterne weg sind, umso schwächer sind sie. Ja, dann hatte man also mit dem Fernrohr die Möglichkeit, viel mehr Sterne zu zählen als bisher. Und wir machen nun einen Sprung
ins 19. Jahrhundert, kommen also über die Jahreszahl hinaus, als Wilhelm Hey dieses Gedicht geschrieben hat. Und im 19. Jahrhundert begann man dann damit, die Sterne gründlich zu erfassen. Und mit preußischer Gründlichkeit hat Friedrich Wilhelm August Agelander in den Jahren 1852 bis 1862 auf der Bonner Sternwarte die erste große Durchmusterung des Sternenhimmels durchgeführt. Und wie müssen wir uns das vorstellen? Agelander stand oder lag oben in seiner dunklen Kuppel, schaute durch das Fernrohr. Wenn ein Stern durchs Fadenkreuz ging, brüllte er. Und unten im Sternwartengebäude war eine Sternzeituhr. Und der Assistent hat dann notiert, der Stern ist jetzt durchgegangen. So hat man die Zeit gemessen. Und die andere Koordinate hat Agelander selbst registriert. Dieses war eine Pionierarbeit. Man hat dann auf der Südhalbkugel in Cordoba und am Kap der Guten Hoffnung die Durchmusterung für den Südhimmel durchgeführt. Und somit waren bis Ende des 19. Jahrhunderts etwa 1 Million Sterne erfasst. Dieses Werk, diese Durchmusterungen hatten etwa 50 Jahre Bestand, waren ein Standardwerk. Und im 20. Jahrhundert hießen die nicht mehr Durchmusterungen, sondern Sky Surveys. Man hat nun mit großen, lichtstarken Teleskopen, sogenannten Schmidt-Spiegeln, den Himmel durchmustert und hat auch als Empfänger eine fotografische Platte verwendet. Das bedeutet, man konnte länger belichten, als man das mit dem bloßen Auge konnte. Heute verwendet man auch keine fotografischen Platten mehr, sondern man macht die Durchmusterungen, als registriert sie mit CCDs. Also in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts wurden diese großen Durchmusterungen durchgeführt, am Nordhimmel von Mount Palomar in Kalifornien, am Südhimmel in Australien. Und dann hat man die ganzen Platten aufgenommen, aber die Sterne auf diesen Platten war man erst in der Lage, in den 90er Jahren zu zählen. Man konnte immer nur einzelne kleine Felder zählen, weil, wie Sie sehen werden, es waren jetzt sehr, sehr viel mehr Sterne auf diesen Schmidt-Platten zu sehen, als man in diesen Durchmusterungen gefunden hatte. Wenn wir hier zum Beispiel im Vergleich auf der rechten Seite ein Feld, ein großes Feld der Bonner Durchmusterung sehen und vergleichen dies mit einem Teil einer Platte in den modernen Durchmusterungen, dann sehen wir, dass wir etwa mindestens einen Faktor 1000 mehr an Sternen detektieren können, indem wir mit den großen Teleskopen tiefer ins Weltall hinausschauen. Und diese Sky Surveys haben dann bis zum Ende des 20. Jahrhunderts etwa 1 Milliarde Sterne vermessen. Das heißt, es gibt einen Katalog, wo diese 1 Milliarde Sterne wirklich drinstehen, einzeln aufgeführt sind. Der Exaktheit halber sollte man sagen, es sind auch ein paar Galaxien dabei, die aussehen wie Sterne, aber das soll uns jetzt nicht so interessieren. Nun gibt es ein paar Schwierigkeiten bei der Angelegenheit, noch tiefer in das Weltall hineinzuschauen und zu versuchen zu erfassen, wie viele Sterne haben wir denn wirklich. All diese Sterne, die Sie jetzt hier sehen auf dieser Platte, gehören zu unserer eigenen Milchstraße, im Großteil jedenfalls davon. Und all diese Aufnahmen sind im optischen Licht gemacht, auch so, wie wir es mit unserem eigenen Auge sehen. Nun habe ich Ihnen ein Bild mitgebracht, Panoramabild der Milchstraße in verschiedenen Wellenlängen. Und das vierte von unten ist in diesem Licht, im nahen Infraroten, erscheint jetzt hier die Milchstraße am hellsten, während im dritten von unten, im optischen Licht, das ist dieser Bereich, in dem wir die ganze Zeit gezählt haben. Und das kommt jetzt vom Kontrast her nicht so gut heraus, aber wir sehen, wenn Sie haben die Bilder sicher auch schon gesehen, im optischen Licht ist die Milchstraße in ihrem zentralen Teil eigentlich relativ dunkel. Und das kommt von dem
großen Anteil von Staub, der diese Strahlung hier absorbiert. Während wir hier im Infraroten ist die Absorption des Staubs weit weniger effektiv als im Optischen. Und wir sehen auch Sterne, die sehr viel kälter sind als unsere Sonne. Und das ist überhaupt die Mehrzahl aller Sterne. Nun, in der Zwischenzeit zählt man natürlich weiter, aber diese Zählungen haben ja irgendwann mal ein Ende. Oder beziehungsweise wir müssen auch einmal unterbrechen, um zu überlegen, wie viele Sterne müssen wir denn unbedingt am Himmel erwarten. Und jetzt muss man zu Abschätzungen greifen, zu Hochrechnungen, wie Sie das von Wahlen kennen. Und naturgemäß wird dadurch natürlich eine größere Unsicherheit in die Zahl der Sterne hineinkommen. Also, aber wie geht man ungefähr vor? Wir haben in der Milchstraße über die Jahrhunderte hinweg die Sterne nicht nur gezählt, sondern auch ihre Positionen genau vermessen. Und es stellte sich dabei heraus, die Sterne sind nicht fest an der Sphäre, sondern sie bewegen sich. Sie sind nicht fix. In den nächsten Wochen wird es hierzu auch in diesem Rahmen einen eigenen Vortrag geben. Und wir haben auch festgestellt, dass die Sterne sich mit etwa 240 Kilometer pro Sekunde um das Zentrum unserer eigenen Milchstraße herum bewegt. Und aus all diesen Informationen finden wir heraus, dass wir in unserer eigenen Milchstraße etwa 100 Milliarden Sterne haben müssen. Die Schätzungen gehen zwischen 100 Milliarden bis auf 400 Milliarden. Konservativ würde man sagen, etwa unsere Milchstraße enthält 200 Milliarden Sterne. Das ist erstmal ein Maßstab, an dem wir uns richten müssen. Wenn wir jetzt noch tiefer in das Weltall hineinschauen, beispielsweise mit dem Weltraumteleskop Hubble, das ist eine Aufnahme, die vor 15 Jahren gewonnen wurde, sehen wir, dass wir jetzt im Wesentlichen Galaxien sehen, die ähnlich sind oder auch verschieden geformt wie unsere eigene Milchstraße und wahrscheinlich ähnlich viele Sterne enthalten, wie unsere eigene Milchstraße das auch tut. Aus diesem kleinen Feld, das man da beobachtet hat, rechnet man nun auch wieder hoch auf die ganze Himmelssphäre und kommt dann zu Abschätzungen, die dahin lauten, an der Sphäre haben wir auch circa 100 Milliarden Galaxien. Und 100 Milliarden, das ist eine 1 mit 11 Nullen. Wenn Sie mit der Potenzschreibweise vertraut sind, ist das 10 hoch 11. Und wir haben auch gesehen, unsere Milchstraße hat 10 hoch 11 Sterne, also gibt es mindestens 10 hoch 22 Sterne. Im letzten Jahr sind in der Zeitschrift Nature 2 Artikel erschienen, wo diese Zahl noch weiter nach oben korrigiert wird. Und deswegen schreibe ich hier, manche Schätzungen sagen, es gibt sogar 10 hoch 24 Sterne. Also Sie sehen, die Unsicherheit am oberen Rand ist hier noch ziemlich groß. Nun, die letzten zwei Minuten will ich dazu verwenden, Ihnen diese Zahl etwas zu veranschaulichen. Also auf meinem Desktop-Rechner habe ich diesen Sternkatalog aus dem Palomar Sky Survey. Wenn ich die Daten von der Festplatte runterlesen will, brauche ich dazu eine Stunde. Bei den 200 Milliarden für die eine Milliarde, von den 200 Milliarden der Milchstraße braucht er 200 Stunden. Und nun dürfen Sie raten. Sie können das natürlich mit Bleistift und Papier ausrechnen, aber raten Sie mal, wie lange bräuchte er, um jetzt alle Sterne im Universum zu lesen. Sagen Sie einfach mal eine Zahl. Ein Jahr. 100.000 Jahre. Bitte? 10 hoch 13 Stunden. Ja. Um alle Sterne zu lesen, hätte der Rechner vor 2,3 Milliarden Jahren anfangen müssen und wäre jetzt gerade fertig.
So, jetzt ist die Zeit fast um, aber deswegen kommt dieser Ausdruck auch, es gibt Sterne wie Sand am Meer. Und dieser Ausdruck, wir sind hier in der Kirche, stammt aus der Bibel, aus dem Alten Testament. Es gibt mehrere solche Bezüge, aber dieser hat mir besonders gefallen. Da steht nämlich drin, wie die Sterne am Himmel nicht gezählt und der Sand des Meeres nicht gemessen werden kann. Also wollen wir einen kleinen Vergleich noch mal wagen. An diesem Traumstrand nehmen wir Sandkörner, Feinsand, kein grober Sand, sondern diese Sandkörner haben also 0,2 mm Durchmesser. Und der Strand soll 100 Meter breit und der Sand auch 5 Meter tief sein. Ein Sandkorn, wenn man es nicht zu fest packt, nimmt dann 0,2 mal 0,2 mal 0,2 Millimeter ein. Und alle Sterne in unserer Milchstraße entsprechen dann in dieser Packweise 1,6 Kubikmeter Sand. Das ist eine sehr überschaubare Zahl. Kann man locker auf den Lastwagen packen. Reicht nicht, um ein Haus zu verputzen. Ja, aber... Und hätte man aber für jeden Stern im Universum ein Sandkorn, dann reicht es für einen 100 Meter breiten Strand, 5 Meter tief entlang der gesamten Küstenlinie der Erde. Die Küstenlinie der Erde etwa 365.000 Kilometer, über alle Küsten, felsig oder so. Ja, ich komme zum Schluss. Wir können die Sterne am Himmel nicht zählen. Die Bibel hat in diesem Sinne recht. Wir können ihre Gesamtzahl nur abschätzen. Und es sind mindestens 10 Milliarden Milliarden Sterne. Und jetzt können wir noch einen kleinen Vergleich machen zum Schluss. Hätte man für jeden ein Sandkorn, dann könnte man ganz Deutschland einen halben Meter hoch mit Sand bedecken. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.